Wie beschreiben die Deutschen die Niederländer? Da gibt es eine Menge Klischees, aber stimmen die auch? Einer, der es wissen muss, ist dieser Mann hier, Henk van Schaik, 22, geboren in Leiden, Abwehrspieler, Neuzugang bei Eintracht Trier. Wir haben mit ihm den Check gemacht. Was stimmt und ist er ein waschechter Holländer? Um ehrlich zu sein, das ist wirklich niederländisch. Aber die Leute, die mich kennen, wissen, ich hasse Käse. In dieser Hinsicht bin ich kein richtiger niederländischer Junge. Das ist auch typisch niederländisch. Viele Leute fahren damit in Urlaub, zum Beispiel nach Deutschland oder Belgien oder zu Hause in Holland. Ich habe auch einen zu Hause. Das ist gut. Es ist ein großer und schöner. Ich liebe ihn. Typisch niederländisch. Überall, wo du in Holland hinkommst, siehst und riechst du frittiertes Essen. Dazu zählen zum Beispiel die Frikandel. Das gehört zu den Niederlanden. Wenn ich dieses Bild sehe, hätte ich auch gerne eine. Aber ich darf nicht. Auch typisch niederländisch. Wenn Leute an Holland denken, dann an Käse, aber auch an die Tulpen. Wenn du durch Holland fährst, siehst du so viele Tulpen. Ich habe zurzeit keine in meiner Wohnung, aber beim nächsten Mal bringe ich welche mit. Ja, das ist auch typisch niederländisch. Auch wenn nur wenige Menschen sie tatsächlich tragen, ist es sehr traditionell. Meist sind sie das Erste, was man in Souvenirshops zum Kaufen sieht. Ich habe aktuell kein Paar. Als ich jünger war, hat man darüber gesprochen. Aber sie sind aus Holz und deshalb nicht gut an den Füßen zu tragen. Schon gar nicht, wenn es aufs Fußballfeld geht. Ja, das ist eine andere, echte niederländische Sache. In Holland gibt es Tausende, nein, Millionen Fahrräder. Egal, wo du hingehst, du siehst Leute auf Fahrrädern oder Räder am Straßenrand stehen. In Trier hatte ich in den ersten Wochen ein Rad, um in der Umgebung unterwegs sein zu können. Aber jetzt habe ich keins mehr. Aber vielleicht besorge ich mir noch mal eins. Es ist ja doch einfach, damit in die Innenstadt zu kommen. Also, Henk van Schaik hat einen Wohnwagen, kriegt Hunger bei frittiertem Essen und mag Tulpen. Aber er hasst Käse, hat derzeit kein Fahrrad und auch keine Holzschuhe. Reicht das, um ein richtiger Niederländer zu sein? Ja, ich denke schon. Wenn ich auf die Sachen schaue, mag ich schon das meiste, wenn auch nicht alles. Ich fühle mich zu 100% als Niederländer.